Guten Morgen wünsche ich Ihnen. Herzlich willkommen zu unserer neuen dreiteiligen Reihe, Ihr Verein sicher im Netz. Der Name des Webinars verrät es ja schon. Es geht um das Thema Sicherheit im Internet. Ja, vor 12 Jahren wurde der Verein Deutschland sicher im Netz gegründet, um konkrete Hilfestellungen im sicheren Umgang mit dem Internet anzubieten. Das Angebot richtet sich an unterschiedliche Zielgruppen, Verbraucher, Unternehmen, aber auch gezielt Non-Profit-Organisationen. Und unterstützend zu diesem Programm gibt es regelmäßig Leitfäden, Studien, Erklärfilme und Seminare. Und ein weiterer Baustein ist eben jetzt diese Webinarreihe in Kooperation mit dem Haus des Stiftens und darüber freuen wir uns sehr. Ja, und wir starten heute mit dem Blick auf den eigenen Webauftritt. Dieser will ja auch gut geplant und vor allem rechtssicher umgesetzt, aber auch gepflegt werden. Wir schauen uns jetzt heute die sichere Darstellungsform und verschiedene Grundlagen an, durchleuchten Passwörter und fassen zusammen, wie Sie mit Kritik souverän umgehen können. Und dazu begrüße ich ganz herzlich Svenja Knüttel. Sie ist Bildungsmanagerin bei Deutschland sicher im Netz. Schönen guten Morgen, Frau Knüttel. Ich freue mich, dass es wieder geklappt hat. Ja. Und die Unterlagen, die Sie sehen, die bekommen Sie auch im Nachgang zur Verfügung gestellt. Wir schicken Ihnen eine Mail und dort finden Sie einen Link mit einem Passwort. So kommen Sie dann an die Unterlagen, die können Sie sich herunterladen. Ja, und das war's schon von meiner Seite. Frau Knüttel, ich übergebe an Sie. Herzlichen Dank, Frau Glas-Peters, für die nette Einführung und herzlich willkommen zum Webinar. Ich freue mich sehr, dass wir heute hier die Chance haben, uns gemeinsam anzuschauen, wie ich als Non-Profit-Organisation eine rechtssichere Website einrichten kann. Wie Frau Glas-Peters eben schon sagte, geht es darum zu gucken, was brauche ich dafür, um eine Website rechtssicher zu gestalten, aber natürlich auch vorbereitende Planungen zu unternehmen. Es ist damit ganz klar ein Webinar für den Einstieg. Wie Sie zum Stand sehen können, bin ich der Zeit schon ein wenig voraus. Hintergrund ist, dass natürlich bei allen die brennende Frage im Hinterkopf oder ganz klar die brennende Frage im Fokus steht, was muss ich jetzt eigentlich im Hinblick auf die Europäische Datenschutzgrundverordnung neu berücksichtigen. Das heißt, in dem Webinar gebe ich auch da, wo es inhaltlich passend ist, jeweils dann einen Ausblick, was sich jetzt zum 25.05. durch Inkrafttreten der EU-DSGVO letztlich ändern wird. Wir haben ja 3 Webinare. In der nächsten Woche finden auch noch 2 statt. Das heißt, heute werden wir uns mit dem Schwerpunkt Einrichtung der Website und entsprechender rechtlicher Grundlagen dann auch beschäftigen. Ja, das ist unsere Agenda. Wir gucken uns eben an, wie gehe ich mit einer Website-Einrichtung als Projekt, wie starte ich da, welche Grundlagen rechtlicherseits habe ich zu betrachten, Zugangspasswortmanagement, aber eben auch das Krisenmanagement. Und es geht natürlich auch darum, wie kann ich die Reichweite einer eingerichteten Website erhöhen, sprich, wie kann ich diese bewerben und was muss ich dazu im Hinblick auf Datenschutz etc. auch sauber berücksichtigen. Ja, dann würden wir beginnen mit dem Thema, eine Website einzurichten, zu starten. Damit hat ja durchaus Projektcharakter. Das heißt, ich muss mir in meiner Organisation natürlich im Vorfeld Gedanken machen, wozu möchte ich eine Website haben, welches Ziel möchte ich damit erreichen, welche Rubriken, Inhalte passen zu mir und den Inhalten, die ich eben veröffentlichen möchte. Wer ist verantwortlich für die Bereitstellung von Inhalten? Wen brauche ich also in diesem Projekt? Und wer pflegt letztendlich auch die Website? Dann auch natürlich die technischen Fragen. Wer baut die Seite? Habe ich ein Budget dafür? Ganz, ganz wichtig. Wer ist in meiner Organisation verantwortlich? Im rechtlichen Sinne dann auch für die Inhalte der Website und welche rechtlichen Vorschriften gilt es zu berücksichtigen. All diese Fragen sind so ein bisschen der rote Leitfaden für das heutige Webinar
Und ich hatte im Vorfeld auch eine Abfrage mit Frau Glas-Peters vorbereitet, denn mich interessiert jetzt ganz einfach auch schon mal im Vorfeld, welche Erfahrungen Sie persönlich mit der Einrichtung einer Website und dem Betrieb einer Website in Ihrer Non-Profit-Organisation gemacht haben. Und dazu hat Frau Glas-Peters jetzt gerade die Abfrage gestartet oder die Umfrage. Und ich würde mich freuen, wenn Sie mir da mal eine kurze Rückmeldung geben, wie so Ihr persönlicher Bezug zu der Non-Profit-Organisation Website ist. Und Frau Glas-Peters wird dann, wenn die Umfrage beendet ist, uns kurz die Ergebnisse vortragen. Dann habe ich schon mal so ein bisschen einen Überblick, wie Sie konkret eingebunden sind zum Thema Website. Genau, Sie sehen die blaue typische Umfrage. Über 80% von Ihnen haben auch schon gewählt. Vielen Dank. Ihnen zum Vergleich. Es sind momentan über 135 Teilnehmer, die jetzt gerade mit dabei sind und auch gewählt haben. So, und ich glaube, ja, das sind die meisten. Und ich schließe hiermit die Umfrage und zeige Ihnen auch die Ergebnisse. So, ganz klar, die Mehrheit, 72%, hat Antwort 3 angekreuzt. Ich betreue die Webseite redaktionell und oder technisch. Mhm. 13% sagen, sie haben Grundlagenwissen, also betreuen die Seite nicht, Antwort 2. 10% betreuen die Seite nicht, sind aber verantwortlich für die NPO, also Antwort 4. Und 5% betreuen sie nicht und haben auch keine Erfahrung mit dem Betrieb einer Webseite. Ja, ganz herzlichen Dank für die Teilnahme und die Ergebnisdarstellung, Frau Glas-Peters. Damit haben wir jetzt ja hier dann sehr viele, die praktisch verantwortlich sind für die redaktionelle technische Betreuung. Wir werden natürlich auch darauf eingehen, was dann für Sie ganz zentral wichtig ist. Aber trotz allem werden wir eben hier auch gucken, dass wir definitiv auch alle anderen Optionen bzw. Schritte, die davor zu gehen sind, eben auch nochmal darstellen für alle anderen. Ja, grundsätzlich habe ich ja technischerseits die Möglichkeiten, eine Website mithilfe eines Baukastensystems, eines CMS, eines Content-Management-Systems oder in der Vergabe als eigens für mich programmierte Website gestalten zu können. Da wäre es jetzt sehr interessant zu erfahren, wie Sie es umsetzen, würde den Rahmen hier sprengen. Also diese drei grundsätzlichen Möglichkeiten gibt es. Bei allen dreien ist es natürlich ganz wichtig, dass Sie auf das neue Bundesdatenschutzgesetz achten und die Europäische Datenschutzgrundverordnung, die dann automatisch ab 25.05. in Kraft tritt, ebenfalls berücksichtigen, wenn Sie denn über Ihre Website personenbezogene Daten erheben. Und das schauen wir uns an, was eben dann personenbezogene Daten sind, beziehungsweise wie das mit der Erhebung über die Website dann auch funktioniert. So, und jetzt gibt es hier gerade, alles klar. Wir haben mit dem Baukastensystem ja verschiedene Anwender. Hier ist jetzt mal aufgeschlüsselt, was diese Anbieter in der Regel kennzeichnet, beziehungsweise die Baukastensysteme als solches kennzeichnet. Also Sie können dort eben dann aus verschiedenen Vorlagen wählen und es gibt unterschiedliche Preismodelle je nach Anbieter. Grundsätzlich ist es so, dass mittlerweile eigentlich alle Vorlagen entsprechende Datenübertragung, Speicherung für die Website ermöglichen, mobil optimierte oder auch komplett mobile Versionen sind dabei. Suchmaschinenoptimierung ist quasi jetzt heute auch ein Standard. Online-Shop ist dann eben bei den meisten Preismodellen auch verfügbar, je nachdem, was man nun braucht. Passwortgestützter Bereich ist im Grunde genommen auch immer verfügbar. Sie können dann in bestimmten Paketen auch noch Web-Analyse-Tools entsprechend dazu kaufen und Sie können natürlich auch in Abhängigkeit davon, wie Sie Ihre Website gestalten, auch die Größe des Speicherplatzes je nach Preismodell bestimmen. Wichtig, ganz klar, achten Sie darauf, dass die Anbieter, die Sie da heranziehen, dann eben auch EU-Datenschutz, also EU-DSGVO-konforme Rechenzentren im europäischen
im europäischen Ausland hosten, beziehungsweise hier in Deutschland hosten. Die hier aufgeführten Anbieter sind eben zertifiziert und unterliegen auch heute schon dem deutschen, bundesdeutschen Datenschutzgesetz und damit natürlich auch der EU-DSGVO. Ja, Open Source Content Management Systeme können Sie natürlich ebenfalls nutzen. Hier ist es dann so, dass die Software lizenzfrei ist, je nachdem, ob Sie die Website dann aber wieder bei einem Unternehmen hosten oder sich Support über dieses Unternehmen dafür einkaufen können. Dafür natürlich dann entsprechende Gebühren anfallen. Hier sind mal ein paar verschiedene Open Source CMS vorgestellt. Viele davon werden Sie kennen. Da muss man eben dann die Auswahl treffen. Wo ist jetzt unser Fokus? Was wollen wir primär machen? Und vor allen Dingen habe ich, wenn ich jetzt mit Blick darauf gucke, wer hinterher die Website redaktionell technisch betreuen wird, möglicherweise schon entsprechende Vorerfahrungen bei diesen Personen in meiner NPO mit einzelnen CMS, sodass da dann kein aufwendiger Schulungsaufwand entstehen würde. Also das sind alles so Fragen, die man sich dann stellen würde, wenn es um die Auswahl geht. Natürlich können Sie eine Website auch programmieren lassen. Das setzt in der Regel sehr viel Vorarbeit bei Ihnen voraus und auch Nachbereitung, weil Sie müssten dann genau benennen, was Sie haben möchten im Sinne eines Lastenheftes. Das Ganze vergeben Sie dann an eine Agentur oder Programmierer und müssen natürlich dann auch mit ausschreiben, inwieweit Sie da eine dauerhafte Administration oder ein Hosting möglicherweise auch haben möchten. Also das kann auch ein Weg zur eigenen Website sein. Ja, damit haben wir jetzt einmal das Technische, wie kommen die Inhalte in schöner Form ins Internet, aber dazu brauche ich natürlich auch erstmal dann eine entsprechende URL, das heißt, ich brauche eine Domäne, die ich reserviere und natürlich dann auch entsprechend bezahle, das mache ich über den ausgewählten Anbieter, der das dann in der Regel reserviert für mich, da prüfe ich, ob der Wunschname verfügbar ist für meine Organisation. Manchmal gibt es ja Namensgleichheiten mit anderen Organisationen, gerade wenn es um Abkürzungen geht, sodass es durchaus sinnvoll sein kann, sich dann auch mehrere Top-Level-Domains, die dann aufeinander verweisen, zu sichern, also sprich .org, .com, .de oder was auch immer, dann eben relevant und sinnvoll wäre, um eben auch die Auffindbarkeit der eigenen Website im Netz dann zu stärken und da keine anderen Organisationen über die gleiche Suchanfrage, über den Namen sozusagen dann eben mit auffindbar zu machen. Ganz wichtig, prüfen Sie natürlich die Kosten vor der Registrierung und auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters. Sie dürfen die Namenswahl, bei der Namenswahl natürlich keine Rechte Dritter verletzen. Also wenn Sie jetzt ein Sportverein sind, dann dürfen Sie sich nicht Michael Ballacks Heimatverein nennen, es sei denn, dieses wurde vorher rechtlich abgestimmt, dass das machbar ist, aber macht ja in der Regel auch keinen Sinn. Aber achten Sie darauf, dass wenn da geschützte Namen im Raum sind, dass Sie diese eben nicht verwenden. Und natürlich ganz, ganz wichtig, wenn Sie bei einem Anbieter hosten, dann muss dieser Datenschutz und Datensicherheit eben gewährleisten und muss dieses dann mit Ihnen auch in einer Auftragsverarbeitungserklärung jetzt nach neuem Recht dann entsprechend schriftlich bestätigen. Ja, was sind die Elemente einer Website? Ganz klar, ich habe da so Standardelemente wie die Startseite, Menü, Rubriken, Kontakt. Ein Impressum ist Pflichtelement. Es gibt ja immer noch so diese Einschränkung, dass rein für familiäre oder private Zwecke gehostete Websites keiner Impressumspflicht unterliegen. Naja, wenn da Werbung eingeblendet wird, ist das dann auch schon wieder obsolet. Das heißt, in jedem Fall als Non-Profit-Organisation ist ein Impressum für Sie Pflichtelement. Wir gucken uns gleich auch die Pflichtbestandteile nochmal an. Auch eine Datenschutzerklärung ist ein Pflichtelement und diese unterliegt nach der EU-DSGVO auch bestimmten Anforderungen. Schauen wir uns auch gleich noch an. Und wenn Sie Cookies verwenden, die eben auch personenbezogene Daten nach der Definition der EU-DSGVO erheben, dann müssen Sie diese eben auch müssen Sie darauf hinweisen, es ist noch eine nicht ganz rechtlich klare Definition durch fehlende Umsetzung von EU-Richtlinien, wie jetzt genau da der rechtlich saubere Weg ist, gehen wir aber auch noch drauf ein.
Ja, zur Optik ganz klar, mit Bildern zu arbeiten macht sehr viel Sinn. Sie sollten sich bei der Farbgebung natürlich auch an Ihrem Logo orientieren und nicht mit zu vielen Farben agieren. Texte sollten kurz, einfach und verständlich geschrieben sein. Wir gucken nachher bei der Suchmaschinenoptimierung nochmal drauf, was diese natürlich auch trotzdem beinhalten sollten. Und ganz wichtig ist, dass Sie eben versuchen, die Aufmerksamkeit zu halten durch kurze, prägnante Formulierungen und wirklich auch ansprechende Texte, die neugierig machen auf mehr, was sie zu bieten haben. Hier ist nur ein Beispiel des SV Werder Bremen, wo eben diese verschiedenen Elemente auch aufzufinden sind. Hier unten sehen Sie eben einen Cookie-Hinweis. Und dieser Cookie-Hinweis ist nicht nur ein bloßer Hinweis, sondern hier müssen Sie tatsächlich aktiv sich auch noch mit der Nutzung der Cookies einverstanden erklären. Und indem Sie eben auf OK drücken, können Sie dann an der Stelle oder geben Sie quasi das Go, dass die Cookies jetzt auch entsprechend verwendet werden können. Und es wird natürlich hier auch transparent darüber informiert, was mit den Cookies erhoben wird, generell welche Daten erhoben werden, sodass Sie dort sich dann über den Bereich Datenschutz-Cookies auch informieren können. Sie sehen hier auch ein Impressum. Hier wurde alles umgesetzt. Sie finden auf der normalen Homepage zunächst keine allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie jedoch hier auf Shop klicken, oben in der im oberen Bereich, dann verändert sich die Fußleiste, sodass dort dann eben auch noch die allgemeinen Geschäftsbedingungen sichtbar werden. Ja, soweit erstmal ein grober Überblick. Wie komme ich dahin, dass ich meine Inhalte sortiere? Jetzt habe ich hier mit dem Kapitel 2 nochmal die rechtlichen Grundlagen des Internets. Und da würde mich vorab interessieren, inwieweit Sie Cookies auf Ihrer Website verwenden. Wir haben dazu ebenfalls eine Umfrage vorbereitet und da würde ich Frau Glas-Peters jetzt einmal bitten, diese Umfrage zu starten. Und auch diese Umfrage ist gestartet. Sie sehen wieder das blaue Fenster. Und wir sind gespannt, ob Ihre Webseite Cookies nutzt, ob Sie darauf hinweisen und wie Sie damit umgehen. Wunderbar, auch hier haben schon über 80, ja gleich fast 90% gewählt. Super. Vielen Dank für die schnelle Reaktion. Dann schließe ich auch diese Umfrage und zeige Ihnen hier die Ergebnisse. An erster Stelle steht mit 47% auch die erste Antwort, die Webseite nutzt keine Cookies. Mhm. 27% sind sich nicht sicher, ob die Seite Cookies nutzt, also letzte Antwort. 10% nutzen Cookies, fragen das Einverständnis ab, die vierte Antwort. Und jeweils 8%, die Webseite nutzt Cookies. Es wird aber nicht darauf hingewiesen, Antwort 2 oder dann eben Antwort 3, dass beim Öffnen darauf hingewiesen wird. Wunderbar. Herzlichen Dank für die tolle und schnelle Beteiligung. Das gibt mir einen tollen Einblick in das, was bei Ihnen da auch tatsächlich vor Ort geschieht und wo ich dann eben auch nochmal Bezug drauf nehmen kann. Ja, wie eben angedeutet, ist natürlich in Deutschland oder besteht in Deutschland eine Impressumspflicht. Das ist im europäischen Ausland nicht so. Da sind wir in Deutschland schon, was Datenschutz angeht, auch sehr viel weiter, beziehungsweise da auch restriktiver. Die Impressumspflicht ergibt sich weiterhin aus den Paragraphen 1 und 5 des Telemediengesetzes in Verbindung mit Paragraph 55 Rundfunkstaatsvertrag. Und es ist nach wie vor so, dass Sie über das Impressum eben mit diesen Pflichtelementen Besucherinnen ihrer Website Auskunft darüber geben, wer inhaltlich verantwortlich ist und wie sie als Firma, als juristische Person, als Non-Profit-Organisation rechtlich korrekt auch heißen, wo sie zu finden sind, wo sie eingetragen sind in jeweiligen Registergerichten oder eben auch im Vereinsregister, sodass eben, wenn es irgendwelche Probleme gibt,
sofort ersichtlich ist, an wen man sich wenden kann und wer für diese Inhalte eben redaktionell und damit auch rechtlich verantwortlich ist. Das Impressum kann auch für Profile in sozialen Netzwerken natürlich dann entsprechende Angaben beinhalten, weil das ist dort ja nicht immer machbar möglich und insofern können Sie das entsprechend um Angaben erweitern. Das ist jetzt der einzige Querverweis auf Profile in sozialen Netzwerken. Ganz wichtig, wenn Sie auf Ihrer Website entsprechende Unterseiten haben, achten Sie darauf, dass das Impressum von keiner einzelnen Unterseite mehr als 2 Klicks entfernt ist. Daher ist das Impressum in der Regel auch in diesem Footer-Bereich, in dem unteren Bereich für Food, also Food, eben im Fußbereich der jeweiligen Website eingebettet zu finden. Ja, eine Datenschutzerklärung ist, wie gesagt, auch Pflicht einer Website und ja, mit Inkrafttreten der EU-DSGVO tritt eben der Artikel 13 in Kraft, der neben inhaltlichen Aspekten, auf die wir gleich zu sprechen kommen, auch schon formale Anforderungen an eine Datenschutzerklärung formuliert, nämlich sehr präzise, transparente, verständliche, leicht zugängliche Informationen, die in klarer und einfacher Sprache verfasst sein müssen und die eben auch immer die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung benennen. Das sind schon mal die Anforderungen, die an die inhaltliche Gestaltung gestellt werden. Da gibt es dann eben auch nochmal besondere Pflichten für Seiten, die sich an Kinder richten. Das ergibt sich aus Artikel 12 der EU-DSGVO. Da ist es so, dass Seiten, die Angebote für Kinder bereitstellen, bis 16 im Grunde genommen auch das Einverständnis der Eltern erfordern. Aber das hier nochmal im besonderen Maße auf einfache und verständliche Sprache zu richten ist. Wichtig auch, dass das eigentlich jetzt schon bestehende Kopplungsverbot, das heißt, dass ich im Grunde genommen Einwilligungen in ja, die Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die ich auf meiner Seite mache, nicht an ja, andere Dienstleistungen koppeln darf, also Beispiel Gewinnspiel, wo ich dann an einem Gewinnspiel nur teilnehmen kann, wenn ich meine Daten zur Verfügung stelle und dann eben auch gleichzeitig dadurch Newsletter-Abonnent von der entsprechenden Organisationen werde, dies ist so nicht mehr rechtlich in Ordnung. Da müsste also entsprechend angepasst werden. Das ergibt sich aus dem Artikel 7 der EU-DSGVO. Schauen wir uns an, was muss jetzt in eine Datenschutzerklärung gemäß Artikel 13 inhaltlich rein. Also es geht um die Kontaktdaten des rechtlich Verantwortlichen bzw. seines Vertreters auch. Wenn Sie einen Datenschutzbeauftragten als Non-Profit-Organisation verpflichtend bestellen müssen, das ist ein Thema, was wir auch noch im nächsten Webinar behandeln werden. Also wenn Sie 10 Personen dauerhaft mit der Verarbeitung von personenbezogenen Daten beschäftigen, geht es jetzt nicht um Ehrenamtliche oder freiwilliges soziales Jahr, sondern wirklich hauptamtlich beschäftigte Personen, dann müssen Sie eben einen Datenschutzbeauftragten verpflichtend bestellen. Dann müssen diese Kontaktdaten eben auch bekannt gemacht werden. Sie müssen neben dem Zweck, für die Sie personenbezogene Daten erheben, auch die jeweilige Rechtsgrundlage mit beifügen. Das ist neu und auch eine ziemliche Verschärfung an der Stelle, macht es nicht gerade einfacher. Wenn Sie die Daten, die Sie erheben, weitergeben an Dritte, dann müssen Sie eben beschreiben, an wen, also wer sind Empfänger oder Empfängerkategorien und zusätzlich auch, wohin gehen diese Daten, also werden sie in andere Länder weitergegeben über die Server und wenn ja, welche Datenschutzabkommen bestehen mit diesen Ländern. Also wenn Sie zum Beispiel Daten weitergeben an ein Unternehmen in den USA, dann müssen Sie dort eben auch angehen, dass mit dem Privacy Shield Abkommen eben ein gewisses Datenschutzniveau zugesichert wird. Sie müssen Speicherfristen für die personenbezogenen Daten benennen und ansonsten auch deutlich machen, woran Sie die Festlegung der Speicherfrist festmachen, also welche Kriterien Sie daher heranziehen. Ganz wichtig ist auch, dass Sie die Betroffenen auf bestehende Rechte
die sich aus der EU-DSGVO ergeben, nämlich das Recht auf Auskunft, welche Daten erhoben werden von Ihnen und gespeichert und weiterverarbeitet werden. Und dass diese Daten jederzeit berichtigt werden können von dem Betroffenen oder eben auch gelöscht werden können und dass auch der Speicherung jederzeit widersprochen werden kann. Zudem müssen Sie hinweisen darauf, dass Sie ein Beschwerderecht haben, also die Betroffenen, von denen die Daten gespeichert werden, eben ein Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde haben. Diese wäre dann ebenfalls mit dem Datenschutzbeauftragten anzugeben. Sie müssen gesetzliche und vertragliche Pflichten erläutern bzw. Grundlagen erläutern, dass Sie diese Daten erheben können. Und Sie müssen, wenn Sie externe Dienste nutzen, eben auch darauf verweisen, wenn Sie durch Also wenn Sie jetzt zum Beispiel das Facebook-Plugin verwenden, wo ja eben auch personenbezogene Daten erhoben werden beim Webseitenaufruf, dann müssen Sie das eben entsprechend in Ihrer Datenschutzerklärung auch formulieren. Wenn Sie zum Beispiel Cookies nutzen und sowas wie Schufa-Geschichten, wo eben im Hintergrund ein Algorithmus läuft, der etwas entscheidet, das muss dann eben auch konkret benannt werden, welcher Algorithmus das ist, beziehungsweise wo diese Daten eben hingegeben werden und was damit geschieht. Und Sie müssen eben auch deutlich machen, wenn Sie, Sie haben ja oben angegeben, zu welchen Zwecken Sie Daten erheben, wenn Sie diese Zwecke noch zu anderen Zwecken weiterverarbeiten wollen, als zu den oben auch rechtlich zugesicherten Daten, dann müssen Sie darüber ebenfalls informieren. Und Sie müssen über den Einsatz von Cookies informieren. Ja, und all das muss natürlich auch jeweils konkret auf Ihre Organisation bezogen alle Informationen beinhalten. Das heißt, es gibt im Netz ja eine Reihe von Datenschutzerklärungsgeneratoren, die Sie dann gegen Entgelt auch nutzen können. Bei allem, das ist, Sie müssen eben genau auf Ihre Bedarfe angepasst dort agieren und diese entsprechend gestalten. Das heißt, es ist sicherlich ein Aufwand, den Sie betreiben müssen und da sollten Sie sich auch die entsprechende Zeit dann nehmen. Ja, dann gibt es ja auch Disclaimer. Disclaimer werden ja häufig mit eingebunden, um sich von den Inhalten fremder Webseiten zu distanzieren, falls dort irgendwie rechtlich problematische Inhalte gepostet sein sollten. Da ist es so, es gibt keinen pauschalen Haftungsausschluss für diese Inhalte von den verlinkten Seiten. Sie können natürlich sagen, wie Sie zu Ihren eigenen Inhalten stehen und dass Sie dafür rechtlich verantwortlich ist und Sie können sich entsprechend auch von den Inhalten Dritter nach ja erst eingehender Prüfung und Nutzung der oder Verlinkung dann auch entsprechend deutlich machen, dass Sie das zur Kenntnis genommen haben, aber eben nicht dauerhaft die Webseiten kontrollieren können. Und das reicht jetzt nicht einfach nur zu sagen, ich distanziere mich von jedem Inhalt Dritter. Das heißt, auch dort macht es Sinn, sich intensiv nochmal damit zu beschäftigen, wie Sie das rechtlich sauber formulieren können. Das Webinar ist ja hier auch keine Rechtsberatung, da möchte ich eindrücklich darauf hinweisen. Es ist ein Überblick, dass Sie natürlich mit Disclaimern arbeiten können und Sie können dort auch noch zusätzlich Informationen zum Urheberrecht der eigenen Inhalte mit unterbringen, aber achten Sie eben bei allen, was ist darauf, ob das Ganze dann auch möglicherweise in Form von einer Rechtsberatung nochmal abgesichert werden kann, wenn Sie da ganz auf Nummer sicher gehen möchten. Ja, dann ganz wichtig, informieren Sie Seitenbesucher auch über den Einsatz von Cookies. Es ist so, die Rechtslage ist nicht ganz eindeutig in Deutschland. Es gab eine EU-Cookie-Richtlinie, die in Deutschland nie umgesetzt wurde, weil es vergleichbare, aber etwas schwächere Regelungen im bundesdeutschen Datenschutzgesetz gab. Und
man hat dann als Bundesregierung erklärt, wir setzen das angemessen um. Die EU hat sich damit einverstanden erklärt. Das heißt, es ist nach wie vor nicht ganz geklärt, ob es reicht, dass sie informieren oder ob sie Besucher einwilligen lassen müssen in den Einsatz von Cookies. Und man verspricht sich jetzt mit einer neuen Richtlinie, die dann dieses Jahr nicht mit der EU-Datenschutzgrundverordnung in Kraft treten wird, sondern wahrscheinlich dann erst im nächsten Jahr die E-Policy-Richtlinie. Da verspricht man sich dann eine Klarheit. Wenn Sie heute schon rechtlich sauber agieren wollen oder sich bestmöglich absichern wollen, dann geht die Empfehlung dahin, dass Sie neben dem bloßen Hinweis auf Verwendung von Cookies eben auch eine Einverständniserklärung, so wie wir es eben bei der Website des SV Werder Bremen gesehen haben, mit einfügen. Ja, was ein Cookie ist, möchte ich gar nicht an der Stelle so deutlich machen. Hier haben wir es jetzt auch nochmal schriftlich. Also nach Paragraph 15 Telemediengesetz kann man eben diesen Cookie-Banner mit dem Hinweis auf Nutzung entsprechend umsetzen. Und die EU-Cookie-Richtlinie sah eben diese Bestätigung eines Einwilligungstextes vor. Also hier, wie gesagt, in jedem Fall ein Hinweis auf die Cookie-Nutzung in der Datenschutzerklärung und in jedem Fall auch ein Hinweis, dass der Cookie-Nutzung widersprochen werden kann. Und diese Dinge müssen Sie eben umsetzen. Und wir warten dann alle gespannt auf die E-Privacy-Verordnung, die im nächsten Jahr kommen soll, wo sich dann hoffentlich eine eindeutige Regelung zur Cookie-Nutzung daraus ableiten lässt. Ja, natürlich gilt auch das Urheberrecht im Internet. Das heißt, wenn Sie Bilder verwenden, dann müssen Sie sicher gehen, dass diese sowohl urheberrechtlich nicht geschützt sind, als auch eben Persönlichkeitsrechte nicht verletzen. Ein Instrument sind die Creative Commons Lizenzen. Mit diesen kann man sehr gut dann einen Blick oder auf einen Blick erkennen, inwieweit ich diese für meine Non-Profit-Organisation die Bilder, die unter diesen speziellen Lizenzen veröffentlicht werden, eben auch nutzen kann. Und für die Persönlichkeitsrechte gilt eben, dass es sinnvoll ist, sich das Einverständnis immer auch von der jeweiligen Person, die abgebildet wurde, schriftlich geben zu lassen. Da gibt es ja eine ganze Reihe von Gerichtsurteilen, Rechtsprechung und eben auch Sachverhalten, die das ermöglichen, dass ich eben diese Einverständniserklärung nicht brauche. Da muss man sich im Zweifelsfall dann auch eben nochmal konkret rechtlich beraten lassen. Das kann ich hier an dieser Stelle eben auch nicht vornehmen. Wichtig ist, dass Sie sensibilisiert sind und wenn Sie Einzelpersonen abbilden, fotografieren insbesondere auch Kinder, dann immer eine Einverständniserklärung im Falle von Kindern eben dann auch von den Erziehungsberechtigten. Und wichtig ist es dann auch, dass Sie dort entsprechend sich bestätigen lassen, dass eingewilligt wird in die Veröffentlichung auf Website, möglicherweise auch Social Media oder über welche Kanäle die entsprechenden Aufnahmen dann auch weitergegeben werden können. Ja, allgemeine Geschäftsbedingungen sind natürlich ebenfalls ganz wichtig. Wir haben es vorhin schon gesagt, wenn Sie Ihre Website hosten lassen, dann müssen Sie bei dem Anbieter natürlich diese allgemeinen Geschäftsbedingungen auch prüfen. Gleiches gilt auch bei sozialen Netzwerken natürlich. Das heißt, da muss eben auch geguckt werden, was passiert dort. Und Sie müssen mit dem Anbieter, um die EU-DSGVO einzuhalten, wenn personenbezogene Daten erhoben werden, die dort eben dann von dem Betreiber auch genutzt werden können, dann muss es da natürlich einerseits eine Datenschutzerklärung geben, beziehungsweise Sie müssen jetzt dann mit dem eine Auftragsverarbeitungserklärung vereinbaren, in dem eben derjenige Plattformbetreiber entsprechend beauftragt wird, so diese Daten zu erheben und was dann entsprechend passiert. Wie Sie sich das vorstellen können, ist das mit sozialen Netzwerken beliebig komplex, aber es geht hier jetzt eben auch darum, wenn Sie zum Beispiel, wie wir es bei der Werbung nachher sehen werden, Google Analytics oder Piwik erklären, da gibt es dann entsprechende Auftragsverarbeitungserklärungen, die Sie nutzen können. Ja, damit kommen wir schon zur sicheren Pflege der Internetpräsenzen, was das Thema Zugänge und Passwörter angeht.
Dabei fällt mir auf, wir haben hier natürlich heute sind Sie sehr zahlreich auch. Ich werde ganz am Ende nochmal zu jedem Kapitel kurz zusammenfassen, was wir besprochen haben. Und ich würde dann eben auch einen Block mit Fragen, wenn da noch Rückfragen bestehen sollten, von Ihnen in jedem Fall dann auch darauf eingehen. Ja, in diesem Kapitel 3 wollen wir uns damit nochmal beschäftigen, was ist mit der Administration? Der Großteil von Ihnen ist ja technisch redaktionell verantwortlich. Ich werde da jetzt sicher nichts Neues sagen. Es ist aber wirklich zur Sensibilisierung eben immer auch sehr, sehr wichtig, dass deutlich gemacht wird, wenn Sie dort im Team arbeiten, dass Sie nach Möglichkeit mehrere Administrator-Accounts haben, dass Sie auch mit Namenskürzeln arbeiten, dass Sie Ihre Einsätze planen, also für einzelne Posts, für einzelne redaktionelle Inhalte eben auch deutlich wird, wer hat diese eingestellt. Natürlich gibt es an diejenigen, die technisch redaktionell verantwortlich sind, neben dem technischen Wissen auch die Anforderung, dass sie möglichst so in die Non-Profit-Organisation eingebunden sind, dass sie die Ziele, die mit der Online-Kommunikation verfolgt werden sollen, verinnerlicht haben, auch den Sprachduktus entsprechend anpassen und dass sie eben auch in der Kommunikation mit Besucherinnen, Besuchern, mit Followern entsprechend die Organisation angemessen vertreten können. Und natürlich müssen sie auf der technischen Ebene auch Zugang zu allem haben, um entsprechend agieren zu können. Ja, hier nochmal sehr allgemein oder der Hinweis und der Appell, was mit Passwörtern tunlichst nicht gemacht werden sollte. Die sollten eben nicht öffentlich zugänglich aufbewahrt werden. Sie sollten nach Möglichkeit nur verschlüsselt abgelegt werden. Also dazu gibt es ja Passwortmanagement-Tools. Sie dürfen nur an Personen weitergegeben werden, die auch tatsächlich diese Zugriffsrechte benötigen und die eben auch entsprechend vertrauenswürdig verlässlich sind. Nochmal der Hinweis, was ein sicheres Passwort ausmacht nach dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, geht es ja um mindestens 8 Zeichen aus Buchstaben, Groß- und Kleinschreibung, Zahlen und Sonderzeichen. Das ist der Standard für ein sicheres Passwort heutzutage. Und natürlich sollte dies in der Regel frei gewählt werden und nicht unbedingt irgendwie aus Namen der Organisation und irgendeinem Datum oder so bestehen. Also auch da nochmal drauf zu achten, wäre schon wichtig. Und da haben wir eine kurze Umfrage vorbereitet und ich würde gerne mal wissen, wie Sie mit Passwörtern im Netz grundsätzlich umgehen. Ich weiß, dass ich es hier mit Profis zu tun habe, es würde mich dabei trotzdem interessieren. Und Frau Glas Peters hat uns die Umfrage jetzt geöffnet und ich würde mich freuen, wenn Sie uns mal eine Rückmeldung geben, wie Sie mit Passwörtern persönlich umgehen und ob Sie gegebenenfalls eben auch ein Passwortmanagement-Tool nutzen. Da ich in den Antwortoptionen zeichentechnisch gebunden war auf 60, versteht sich die letzte Option tatsächlich dann als eine Kumulation aus sicheren Passwörtern, wechselnden Passwörtern und Passwortmanagement-Tool. Ja. Ich bin sehr gespannt auf die Ergebnisse. Wie sieht es aus, Frau Glas-Peters? Hallo? Ja, ich bin da. vielen Dank, Sie haben auch schon wieder fast 90% gewählt. Ja, es gibt doch eine Tendenz. Und ich zeige Ihnen die Ergebnisse. Und zwar sagen 52%, ich Antwort 3, ich verwende verschiedene sichere Passwörter. An zweiter Stelle ist das Passwortmanagement-Tool und eben all die sicheren Passwörter, die letzte Antwort. 17% verwenden sichere Passwörter, die sie immer wieder wechseln. 8% haben ein sicheres Passwort, aber das bleibt gleich. Und 2% nehmen das immer gleiche Passwort.
Ja, gut, vielen Dank für die Beantwortung und die Offenheit an der Stelle. Also wie ich sehe, gibt es schon einige von Ihnen, die da auch mit entsprechenden Tools arbeiten, was das Handling ein bisschen einfacher macht. Für alle diejenigen, die sich ein bisschen schwer damit tun, eben verschiedene Passwörter zu nutzen, vielleicht kann es nochmal eine Anregung sein, eben auch so ein Passwort-Management-Tool zu nutzen, um eben sich da auch ein bisschen besser schützen zu können, falls ein Passwort doch mal geknackt wird. Hat man dann nicht gleich Zugang auf alle ihre Accounts. Ja, damit kommen wir jetzt zum Thema Krisenmanagement. Welche Kommunikationskrisen kann es in der Online-Kommunikation geben? Ist jetzt für den Fall, dass Sie über Ihre Website entsprechende Kommentierungen zulassen oder über Ihren Blog oder eben auch in sozialen Netzwerken. Geht hier jetzt einfach nochmal darum, sich bewusst zu machen, es passiert sehr selten, aber wenn es passiert, muss ich eben einen Plan in der Organisation dafür haben, wie ich damit umgehen möchte. Nichts ist schlimmer, als wenn es einen überrascht, weil man ja eigentlich mit dem Ansinnen an seine Online-Präsenz rangegangen ist und gesagt hat, hey, wir sind ein Unternehmen, das für wichtige Werte steht, eine Organisation, die für wichtige Werte steht und uns kann doch eigentlich niemand irgendwas Böses wollen. Und wenn es dann eben entsprechend schwierig wird, dass man dann völlig überfordert ist. Das heißt, Appell eben, sich vorzubereiten und in jedem Fall auch ruhig und sachlich damit umzugehen. Wenn Ihnen Kritik entgegengebracht wird in Form von kritischen Posts, muss man natürlich auch mal erstmal schauen, sind die in irgendeiner Weise wirklich relevant? Ist da etwas, wo ich wirklich was draus lernen kann? Ich sollte damit dann immer entsprechend höflich auch umgehen und das Ganze auch zum Anlass nehmen, in Kommunikation zu sein und zu bleiben. Je nachdem, wie ich aufgestellt bin, kann ich natürlich auch persönliche Gespräche anbieten, wenn die Kommunikation derart gestaltet wird. Wenn ich als Non-Profit-Organisation vielleicht schon eine große Community habe und da einzelne schwierige Menschen tatsächlich blöde Kritik äußern, die von den anderen auch als blöd empfunden wird oder als unsachlich oder unfreundlich, dann reagiert in dem Regelfall ja auch die Community an der Stelle schon und gibt da auch Schützenhilfe. Natürlich ist je nachdem, wie ernst die Kritik und wie unsachlich oder auch wie pöbelhaft diese geäußert wird, in jedem Fall ist möglich, dass Sie sich juristischen Beistand dann holen. Von Drohungen sollten Sie immer absehen. Das wird sehr schnell dann auch von anderen, die entweder konstruktiv Kritik üben oder eben gar keine Kritik üben, auch als nicht besonders gut und offen wahrgenommen. In jedem Fall kann es Sinn machen, dass Sie eine Etikett verfassen, in der Sie deutlich machen, wofür Sie stehen und wofür diese Kommunikation, die Sie dort ermöglichen wollen, eben auch da sein soll und wie Sie sich die Kommunikation eben auch wünschen. Ist keine rechtliche Grundlage, aber es gibt eben Orientierung für den Austausch mit denjenigen, die Ihnen als Non-Profit-Organisationen folgen wollen, beziehungsweise eben mit Ihnen da auch in Kommunikation sind. Und es ist auch absolut so im Internet ja Standard, dass man dann auch unter Bezugnahme auf die Netiquette einzelne User, die die Grenzen überschreiten, eben auch entsprechend maßregeln kann, beziehungsweise eben auch darauf verweisen kann. Und dann wird ein Löschen auch als nicht intransparent oder übergriffig gewertet. Ja, natürlich können Sie Ihr Hausrecht auch in Ihren allgemeinen Geschäftsbedingungen verankern. Und es gibt natürlich auch Äußerungen, die muss man sich auf keinen Fall gefallen lassen. Und dazu gehören eben eindeutig beleidigende, rassistische oder eben auch nicht rechtskonforme Äußerungen. Und wir kriegen es ja immer mit, was auch da im Sinne von Hate Speech in den sozialen Netzwerken los ist. Das wird Sie als Non-Profit-Organisation in der Regel ja überhaupt nicht treffen. Aber wenn man das wahrnimmt, dann kann man sich ja zumindest mal Gedanken dazu machen, wie man damit umgehen würde für den Fall das. Und dazu gibt es eben ein Ampelsystem, was dann eben die normale Kritik in einem Eskalationsverfahren bis hin zum Shitstorm, der ja
ja, als das schlimmste Erlebnis dann sozusagen wahrgenommen werden kann, auch nochmal durchspielt. Ein Shitstorm ist ja wirklich dann ein Sturm der Entrüstung, der über Sie als Organisation hereinbricht. Und es gibt sehr viele Personen, die sich dann kritisch äußern, sodass in der Regel dann auch schon technisch Probleme mit dem Betrieb der Website auftreten können. Wenn es absolut unsachlich oder vage und einfach nur pöbelhaft daherkommt und wenn die Kritiker eigentlich schon überhaupt gar nicht mehr offen sind für Argumente oder Lösungsversuche, spricht man auch davon. Was sollte man in so einem Fall tun? Natürlich sollte man das schon ernst nehmen, weil irgendwoher kommt ja diese Entrüstung und man sollte professionell reagieren, indem man sagt, dass man darauf reagieren wird und auch einen konkreten Zeitpunkt nennen, sodass eben deutlich wird, dass sie sich damit auseinandersetzen und eben gucken, was sie tun können. Hier haben wir jetzt das Beispiel für das Meldesystem, das Ampelsystem. Wenn Sie im grünen Bereich agieren, dann gibt es eben nur eine oder ganz wenig kritische Stimmen. Ein Dialog ist da entspannt möglich. Das machen Sie als technische Betreuerin oder redaktionelle Betreuerin oder Betreuer eben selber. Wenn es dann doch mehr werden oder es tatsächlich vielleicht auch ein besonders sensibles Thema ist, je nachdem, was ich als Non-Profit-Organisation eben auch als sensible Themen behandle oder wo ich mich engagiere, sind natürlich auch manchmal wirklich Kontroversen vorprogrammiert. Da muss ich dann schon wissen, wen kann ich hinzuziehen? Ist es der Vorstand? Ist es ein anderes Mitglied? Und wie wollen wir dann damit umgehen? Naja, und wenn es dann wirklich so ist, dass ein Shitstorm oder eine umfassendere Kritikwelle kommt, dann ist natürlich klar, dass auch der Vorstand, der rechtlich Verantwortliche und oder der Rechtsbeistand hinzuzuziehen sind, dass man dann eben ein entsprechendes Statement postet und eben deutlich macht, dass man damit umgehen möchte. Ja, wie vermeiden Sie sowas? Ganz klar, wenn Sie Kommunikation mit Besuchern Ihrer Website, Ihrer Internetpräsenzen ermöglichen wollen, dann müssen Sie sich eben auch verpflichten, Ihre Inhalte ständig aktuell zu halten, dass Sie schnell auch eben darauf reagieren. Das heißt, es muss dann auch wirklich jemand da sein, der auf die Posts, auf die Kommentare auf der Webseite, dem Blog oder den Präsenzen eben eingeht. Indem Sie selbst spannende Sachen posten, bauen Sie ja auch entsprechende Beziehungen auf und die sind ja auch im Netz nicht so anonym und vage, sondern User identifizieren sich ja auch mit ihren Inhalten. Und wenn Sie immer transparent agieren und informieren und eben auch Ihren eigenen Zwecken, Ihren eigenen Werten, die Sie als Non-Profit-Organisation vertreten, da treu bleiben und sich eben vorbereitet haben, dann sollten Sie selbst mit einer sehr unwahrscheinlichen Krise ja dennoch sehr gut zurechtkommen können. Ja, damit sind wir recht gut in der Zeit am Ende des Kapitels 4. Mich würde jetzt mal interessieren, Sie haben ja angegeben, dass Sie alle eine Website haben und es ist ja wichtig, dass ich für meine Website auch nach Möglichkeit eine gewisse Reichweite Ziele und da gibt es ja diesen wichtigen Begriff der Suchmaschinenoptimierung. Wie das genau geht, gucken wir uns gleich mal an. Was mich jetzt mal interessieren würde, ist, wie Sie als Organisation oder Ihre Website, ist diese eben suchmaschinenoptimiert oder wie handhaben Sie das und wie sieht das aus mit der Verschlüsselung? Das ist jetzt eine Multiple-Choice-Frage und da würde ich Sie bitten, dass Sie eben alles, was für Ihre Website zutrifft, mal ankreuzen, dass ich da mal einen Überblick bekomme, wie es bei Ihnen da aussieht. Und auch diese letzte Umfrage ist eingeblendet. Und fast die Hälfte von Ihnen hat auch schon geantwortet. Wie gesagt, Sie können mehrere Antworten dieses Mal auch ankreuzen. Ich bin begeistert von der großen Bereitschaft, so schnell zu antworten. Sehr schön. Ja. So, wir warten noch ganz kurz. Ja, vielen Dank und ich schließe hiermit diese Umfrage. Ist relativ vergleichbar.
Ihr Antwort mit der höchsten Prozentzahl ist, die Webseite ist SSL verschlüsselt, 39%, knapp gefolgt von 38%. Die Webseite ist suchmaschinenoptimiert, aber man weiß nicht ganz genau wie. 34% sagen, die Website verwendet systematisch Keywords. Auch wieder also ganz knapp die Antworten. 33%, die Website ist nicht suchmaschinenoptimiert. Und 28% sagen, die Website wird von vielen anderen Seiten verlinkt. Ja, herzlichen Dank für den Überblick, den ich nun habe. Ja, mit der Suchmaschinenoptimierung, das ist auch ein weites Feld und die Schwierigkeit besteht darin, dass natürlich die Algorithmen, mit denen Suchmaschinen arbeiten, auch immer angepasst werden, sodass eben Suchmaschinenoptimierung durchaus berechtigterweise in die Hände von Profis gelegt wird. Es gibt jedoch einige grundsätzliche und wichtige Regeln, wie sie ihre Auffindbarkeit in Suchmaschinen entsprechend signifikant erhöhen können. Also vielleicht ist es hier jetzt gar nicht benannt worden, das schon mal vorweg. Die meisten Menschen nutzen ja tatsächlich Google als Suchmaschine und Google zum Beispiel hat ja in seinen Algorithmus eingebaut, dass Websites, die nicht mindestens mobil optimiert sind, also für die mobile Ansicht über mobile Endgeräte nicht optimiert sind, eben im Ranking deutlich herabgestraft oder heruntergestuft werden und somit abgestraft werden. Das heißt, bei allem, was sie tun, ist eine mobil optimierte Seite. Optimaler wäre natürlich eine mobile Seite. In jedem Fall schon mal Pflichtprogramm. Ansonsten ist der systematische Einsatz von Keywords nach wie vor sehr, sehr wichtig. Und zwar sollten Sie sich damit auseinandersetzen und vielleicht auch mal Leute in Ihrem Umfeld fragen, wonach würdest du suchen, wenn du auf uns aufmerksam geworden bist oder wissen möchtest, wer in diesem Betätigungsfeld, was wir abdecken, eben auch tätig ist. Das heißt, Sie sollten sich damit auseinandersetzen, was Ihre potenziellen Besucher, Förderer, Spender und Nutzer eben verwenden, um Organisationen wie Sie zu finden. Und da gibt es auch Keyword-Finder, die man nutzen kann. Und diese Keywords sollten dann an verschiedenen Stellen systematisch integriert werden. Also zum einen in die jeweilige URL. Das heißt, wenn Sie eine Startseite haben, haben Sie jetzt zig Unterseiten und sprechende URLs sind förderlich fürs Ranking. Dann gibt es eben auch Meta-Descriptions für Ihre Website. In die sollte man Keywords ebenfalls integrieren. In der entsprechenden Codierung der Website gibt es dann eben auch Title Tags, mit denen Sie Titel inhaltlich beschreiben können. Da gehören diese Keywords ebenfalls hinein. Und wir hatten es ja vorhin, wie die Website optisch gestaltet sein sollte, mit Überschriften und eben mit Texten. Und da sollten die Keywords natürlich ebenfalls zu finden sein. Wichtig ist dabei, dass Sie jetzt natürlich nicht eine Auflistung von diesen Keywords da irgendwie zusammenschreiben. Es muss natürlich schon ein guter und flüssiger und attraktiver Text sein. Aber das alles in Stellen, in denen diese Keywords systematisch integriert werden könnten, wodurch sich die Auffindbarkeit der Seite eben erhöht. Eine SSL-Verschlüsselung ist quasi auch Pflicht und erhöht das Ranking bzw. führt halt nicht zu einer Herabstufung. Dann ist auch ganz wichtig, dass Sie schauen, inwieweit Sie die Ladezeiten Ihrer Website nach Möglichkeit optimieren können. Wir haben eingangs festgestellt, natürlich sagen Bilder mehr als Worte. Und toll ist es auch, wenn man möglicherweise Videos etc. integriert. Aber achten Sie darauf, dass die Website möglichst schnell lädt. Warten möchte niemand. Und diese Auffassung sind eben auch die Algorithmen der Suchmaschinen. Und Sie tun sich da selbst einen Gefallen, wenn Sie die entsprechenden Ladezeiten verkürzen. Ja, und natürlich ist es toll, wenn Sie von vielen anderen Seiten verlinkt werden, weil das ebenfalls ein Ranking-Faktor ist. Da ist darauf zu achten, dass das wirklich organisch gewachsene Links sind. Das heißt, andere sind auf Sie aufmerksam geworden. Sie haben guten Content, Sie informieren zu dem Thema, was Sie vertreten, gut und
aktualisiert, so dass an dieser Stelle eben dann auch entsprechend die Verlinkungen entstehen. Wenn Sie Verlinkungen einkaufen, wird das durchaus auch zum Teil dann entsprechend abgestraft. Also da sollten Sie auch darauf achten, dass das organisch gewachsen ist. 28% von Ihnen sagen ja, das ist so. Insofern gehe ich davon aus, dass Sie sich da entsprechend auch aufgestellt haben. Ja, wenn ich meine Website eingerichtet habe und jetzt eben die Suchmaschinenoptimierung gemacht habe, habe ich weitere Möglichkeiten, um zu gucken und meine Website zu optimieren. Das kann ich im Grunde genommen durch Web-Analyse-Tools, mit denen Sie dann eben tracken können, also erfassen können, verfolgen können, wie Website-Besucher auf ihre Website kommen, wonach sie dort suchen und vielleicht auch, ob es so gewisse Stellen gibt, an denen eben der Besuch der Website klassischerweise abgebrochen wird. Besonders relevant ist das natürlich bei NPOs, Non-Profit, also entsprechenden Organisationen, die vielleicht auch Kaufvorgänge oder bestimmte andere Dinge, die für sie besonders wichtig sind, eben checken können, ob dort alles läuft. Also gucken Sie da eben, wo Ihre Inhalte sind, die wichtig sind, dass diese auch optimal aufgefunden werden können. Und wenn Sie dazu eben Piwik oder zum Beispiel Google Analytics verwenden, dann müssen Sie natürlich auch deutlich machen, dass hier diese Daten erhoben werden, denn zu den personenbezogenen Daten gehört eben unter anderem auch die IP-Adresse. Das heißt, es ist wichtig, wenn Sie über Cookies entsprechend das Ganze mitchecken und über Google Analytics und Piwik dann eben sich da die ganzen Daten aufzeigen lassen, müssen Sie das Ganze in Ihrer Datenschutzerklärung mit einfügen. Da gibt es hier verschiedene Möglichkeiten. Oft gibt es eben ein Skript, was von Anbieterseite zur Verfügung gestellt wird und was Sie dann eben einbinden können und wo Sie dann auch einen Link in der Datenschutzerklärung einfügen können. Oder darüber kann man dann eben auch das Webtracking der Website abschalten oder Sie können eben die Datenerhebung auch erst nach Erlaubnis der Nutzerin überhaupt erstmal aktivieren. Also das sind so die grundsätzlichen Unterschiede zwischen diesen Skripts. Und Sie sollten dann eben mit dem Anbieter der Tracking-Software diesen Auftragsverarbeitungsvertrag abschließen. Die Web-Analyse-Tool-Anbieter stellen diesen in der Regel standardisiert zur Verfügung. Und in jedem Fall ist es so, wenn Sie die IP-Adresse der Besucherin vor der Speicherung anonymisieren, dann sind Sie dennoch in der Lage, diese Personen zu tracken, aber Sie können dann eben die Personenbezogenheit nicht mehr gewährleisten. Auch hier ist es so, da ist die Rechtslage nicht ganz eindeutig, was jetzt mit IP-Adressen und als personenbezogenen Datum tatsächlich ist. Sie gehen auf Nummer sicher, wenn Sie die Speicherung oder die IP-Adressen entsprechend anonymisieren. In der EU-DSGVO ist es so, dass die IP-Adresse als personenbezogenes Datum definiert wird, aber die rechtlichen Folgerungen sind eben auch noch zu konkretisieren mit der vorhin schon erwähnten E-Privacy-Verordnung oder Richtlinie. Ja, Online-Werbung gibt es natürlich auch. Sie können eben auch gezielt auf Ihre Website aufmerksam machen. Und das ist hier jetzt nochmal zusammengefasst, was eben möglich ist. Und wenn Sie jetzt gezielt auch Online-Werbung machen möchten und dafür eben personenbezogene Daten erheben möchten, also sprich, Sie möchten eben, dass Ihre Website oder Ihre Inhalte auf anderen Webseiten mit angezeigt werden und das Ganze dann eben über das Tracking Ihrer Benutzer funktioniert, dann müssen Sie hier eben auch entsprechende Vorgaben berücksichtigen. Ich habe sie Ihnen hier mal zusammengefasst. Ich bin mir nicht sicher, inwieweit Online-Werbung tatsächlich für Sie auch relevant ist und inwieweit Sie dort eben auch seitenübergreifendes Setzen von Cookies verwenden. Deswegen hier einen Ausblick, wie es dann wäre, wenn ich also Profiling betreibe und eben ausgehend davon, was meine Website-Besuchern auf meiner Website sich angeschaut haben, um diese Inhalte dann möglicherweise als Werbung auf anderen Seiten zu schalten,
dann muss ich eben diese Vorgaben hier berücksichtigen. Wie gesagt, wir warten an der Stelle gespannt auf die E-Privacy-Verordnung, die im nächsten Jahr kommen soll, wo dann eben eine Konkretisierung erfolgen soll. So, und jetzt sind wir mit der Zeit schon recht knapp, deswegen eine ganz schnelle Zusammenfassung. Wenn Sie eine Website erstellen oder planen, gehen Sie eben systematisch die Fragen durch, was der Zweck dafür ist und welche Inhalte Sie dort brauchen. Achten Sie darauf, dass die Pflichtbestandteile wie Impressum, Datenschutzerklärung entsprechend rechtlich konform umgesetzt werden. Stellen Sie sicher, dass wenn Sie das Ganze hosten lassen, dass eben auch dort Datenschutz berücksichtigt wird. Schließen Sie entsprechend Auftragsverarbeitungsverträge. Lesen Sie AGBs der Anbieter und beachten Sie eben Urheberrecht und Persönlichkeitsrecht. Zugangsmanagement, Passwortmanagement hatten wir hinreichend geklärt, denke ich. Wenn Sie Kommunikationskanäle über Ihre Website mit Ihrer Community pflegen wollen, gestalten wollen, überlegen Sie sich vorher, wie Sie mit Kritik auch umgehen wollen. Und in jedem Fall informieren Sie transparent über den Einsatz von Cookies und auch verwendeten Web-Analyse-Tools und achten Sie da eben auf datenschutzkonforme Umsetzung. Ja, damit möchte ich mich bei Ihnen bedanken. Ich würde Sie hier noch gern verweisen wollen auf eine Möglichkeit, Ihr heute erworbenes Wissen zu testen. Das können Sie hier nachlesen und gerne eben auch diesen Test mal zum Abtesten der Dinge, die heute hängen geblieben sind, verwenden. Ich bedanke mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit und würde jetzt Frau Glas-Peters die Möglichkeit bieten, vielleicht auch noch ein, zwei Fragen, die währenddessen im Chat aufgelaufen sind, zu stellen, dass wir gucken, ob da noch was beantwortet werden kann. Ja, und ich sage ebenfalls ganz herzlichen Dank an Sie, Frau Knüttel, mit dem umfassenden Überblick über Sicherheit im Internet. Ja, nächste Woche geht es weiter am Dienstag, am 17.04. mit der datensicheren Kommunikation und Zusammenarbeit. Den Link dazu hatte ich Ihnen im Chat gepostet und dann gleich zwei Tage später am Donnerstag das Thema Daten und Spenden. Bitte beachten Sie, dass Sie sich für die Webinare einzeln anmelden. Ja, mit den Fragen war es so, da waren Fragen, die haben sich aber jetzt auch während des Webinars beantwortet und teilweise auch im Chat, im Gruppenchat, wo dann alle nochmal geschrieben haben zum Thema Passwortmanager, die habe ich an alle weitergeleitet, dann auch so ganz elegant geklärt. Wunderbar. So, eine schnelle Frage würde ich gerne noch anfügen. Das ging auch nochmal zur Datenschutzerklärung. Da war die Frage, bei der Datenschutzerklärung, die ja verpflichtend auf die Homepage zu stellen ist, geht es da um die Fragen, nicht um die Fragen, um die Daten, die jetzt nur auf der Homepage erhoben werden oder ganz allgemein, wie der Verein oder eben die Non-Profit-Organisation mit den Daten umgeht? Es geht um die Daten, die über die Website erhoben werden, weil für jedes andere Verfahren, was ein Verein verwendet, wie Mitgliederverwaltung etc., da haben Sie nochmal eine ganz eigene Datenschutzerklärung sozusagen zu erstellen. Es ist für jedes Verfahren eine eigenständige Verfahrensbeschreibung, wo eben genau benannt wird, welche Daten erhoben werden und eben auch eine entsprechende Datenschutzerklärung dann zu erstellen. Vielen Dank. Und wir freuen uns auf die nächste Woche. Wir sind gespannt. Hoffentlich sind Sie wieder mit dabei. Vielen Dank für Ihr Interesse und einen schönen Tag noch. Tschüss. Vielen Dank und vielleicht auf Wiedersehen.